Nach einem langen und harten Tag in der Kanzel willst du als Mann der Kirche wieder zu innerer Ruhe gelangen. Und du willst jetzt den echten Flavor einer katholischen Zigarette genießen. Zeit für eine Matthäus Filter. Matthäus Filter sind natürlich katholisch und absolut frei von muslimischen Inhaltsstoffen. Mit dem vollen Geschmack von Myrrhe und Weihrauch. Aus den besten Klostergärten dieser Welt. Für den Priester von heute. Matthäus Filter. Ein Stück vom Paradies auf Erden. Rauchen gefährdet Ihre Zeugungsfähigkeit und kann zu Homosexualität führen. Priester sind furchtbar eitel. Deshalb lassen sie sich gern für den neuen Vatikankalender ablichten. Dieses Jahr zeigt der Priester von Format wieder ein wenig mehr Hals. Da geraten die Schwestern wieder außer Rand und Band. Und überhaupt ist Rom das absolute Mekka katholischen Modedesigns. So stießen wir auf die neue Herbst-Winter-Kollektion. Hier eine Mischung zwischen Schneesturm und russischer Folklore. Wenn man zu Fuß in Rom unterwegs ist, überkommt einen schnell der Hunger. Also fingen wir an, nach einem passenden Restaurante Ausschau zu halten. Immer weiter ging es dann durch kleine Gassen mit unzähligen Verzweigungen, sonderbaren Angeboten in kleinen Geschäften mit großen Preisen. Du siehst ganz viele Menschen mit und ohne Hosen, exklusive Lieferfahrzeuge mit und ohne Hilfsmotor. Und kein Haus sieht aus wie das andere. Und dann kam, wie hat kommen müssen. Wir finden einen kleinen Tisch und wollen lecker Mangiare machen. Zuerst die Getränke. Robert bestellt sich eine extra große Flasche Rotwein. Köstlich wie Blut Christi. Und dann auf einmal, aus heiterem Himmel, passiert es. Das hätten wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Da war er, direkt am Tisch nebenan und tut so, als hätten wir ihn nicht erkannt. Gott, an der Ecke zur Via della Fossa. Ein abgelebter, weitgereister Weißbart mit geilen Tattoos und billigem Schmuck am braun gebrannten Leib. Den heiligen Erzengel Gabriel trägt er auf der Schulter. Der Mann, der vor über 7000 Jahren uns und die ganze Welt erschuf. Er erzählt uns, dass er seit der Amtseinführung des neuen Papstes keinen Zutritt mehr zum Vatikan hat. Und das nur, weil er dem neuen Papst zu ungepflegt erscheint. So ein Quatsch! Wie würdest du nach 7000 Jahren aussehen? Er beklagt außerdem, dass er seit 2010 Jahren keinen Geschlechtsverkehr mehr ohne Kondom hatte. Außer mit seinem Hund, aber das zählt ja nicht richtig. Sofort werden wir sehr andächtig. Dann erzählen wir ihm von unserem Problem. Schwester Ursula, die Erbschaft, die Bürgschaft, unser Anliegen in Rom. Und dass der Papst uns bislang auch nicht empfangen hat und von seinen alten Kumpels nichts wissen will. Aber Gott bleibt cool. Er winkt ab. Habt Geduld. Wir sind sprachlos. Übrigens, der Hund auf dem Stuhl neben Gott war viel mehr als nur ein bloßer alter, halbblinder kleiner Hund. Nein, der Vierbeiner war der Heilige Geist im Körper von einem Hund. Unglaublich! Und dann fangen die beiden an, ihre kleinen göttlichen Kunststücke vorzuführen. Ist das der wahre Sinn des Lebens? Wie auch immer, wir mussten jetzt erstmal die finanziellen Unstimmigkeiten mit dem Papst aus dem Weg räumen. Wir waren kaum losgelaufen, da zwinkerte uns ein netter Nubier an und steckte uns ganz lässig einen Pilz in die Hand. Und wir haben ihn gegessen. Und dann kam, wie hat kommen müssen. Von einer Sekunde zur nächsten fühlten wir uns wie in Freising an Ostern. Hallo? Aber die Wirkung dieses Pilzes war kein Vergleich zu dem schlechten Stoff, den uns Josef vor den Feiertagen immer für teures Geld verkauft hatte. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Das finde
is net goed alleen, verstees? Weet je, ben ik jetzt de ganze week hierher met m'n Fahrrad gefahren en jetzt leg ik me net einmal zie. Jetzt muss ich auch schon weg. Wenn ich mir so mal überleg, so weiß. Ich hab eigentlich nie an Kirch glaubt, aber ihr zwei seid echt okay, weiß. Den davon hab ich ja schon gefragt, aber der hat auch nichts. Komm, hast mir nur ein bisschen. Ich geb das Geld morgen. Ey, Alter, versteh ich. Kann ich dich so verlassen, ey? Mann, ey, letzte Woche, ey, da ist mir was total Stranges passiert, weißt? Ich hab träumt, ich wär umgeben von Kiloweiß Koks, Alter. So viel Koks, ey, brutal. Und dann bin ich voll auf Tfni, voll auf Tfni, voll auf Tfni, voll auf Tfni, voll auf Fresse geflogen, Alter. Voll mit der Fresse nein, das Präsidentenmaterial, versteh ich, ey. Ja, dann bin ich 100, ich hab nicht mehr eingeschlafen. Hammerhart, Alter, war ich voll drauf die ganze Zeit, versteh ich. Priester ohne Einlass. Und der Zorn des Herrn ergrimmte über sie und er wandte sich weg. Viertes Buch Mose, Kapitel 12, Vers 9. Bibel 6 Verse jetzt täglich, auch per SMS. Als wir wieder geradeaus gucken konnten, bemerkte ich, dass ich während der Taxifahrt irgendwie mein Priesterhemd aus dem Fenster geworfen hatte. Jetzt suchten wir es also wieder. Wohin das Auge blickt, Haute Couture der Vatikan. Qualität bis zum jüngsten Tag. Eine schier endlose Auswahl an Marienkaseln aus strapazierfähigem Paramentenstoff, gynäkologischen Beistuhlaccessoires. Alles wird feilgeboten, sogar schnörkellose Schifftalare. Mit diesem Glück steht man über den Dingen. Zu unserer Entspannung planten wir jetzt erst einmal ein Bombenattentat. Gittiğin yer bana olaydı, yattığın yer han olaydı, ay ay ay. Gün dolandı dalı taşı, din mi?